Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute werden wir das Antiviren-Holoband mal zu Kiba zurückbringen, was höchstwahrscheinlich nicht allzu schwer sein wird. Wir müssen halt erstmal nur den Ausgang finden. Nein, ich hätte nicht runterspringen dürfen. Das wird wahrscheinlich der schwierige Part der ganzen Geschichte. Erstmal dort ankommen. Kleines Viech. Ich dachte schon, was kommt da jetzt angerotzt? Ach ja, da war ja was. Und wir wollten ein Level-Up machen, ne? Komm, wir öffnen es einfach. Scheiß drauf. Du kannst andere Spieler wiederbeleben. Du, nimmt bei Bestattungsdienst keine ab, vielleicht ist die Leitung tot. So. Ich glaube, wir haben nichts Großartiges bekommen. Bin mir fast sicher. Jetzt konnte ich nicht nachgucken, weil ich da angegriffen wurde. Ey. Hier haben wir ein bisschen was bekommen, ne? Aber auch nichts Großartiges, wenn dann. Nö. Ja, hier, du kannst andere Spieler mit Spirituosen wiederbeleben. Ja. Recht bescheiden, das Ganze. Wir haben noch mehr Erste Hilfe. Okay. Rang erhöhen, was ist denn los, ey? Simbergs stellen 45% mehr verlorene Gesundheit her. Und das bei Intelligenz. Das ist aber alles voll. Naja, Nahkampfkrieger. Nahkampfwaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1 herstellen. Ja, das will ich ja gar nicht. Das ist ja die Problematik. Kann man sonst noch irgendwas machen? Kann man nicht irgendwie tauschen? Ja, wie gesagt, nichts Großartiges. Aber wir haben noch einen Stufenaufstieg. So, wir gehen. Wir gehen hier erstmal kurz durch, gucken, was neu ist. Deine nicht explosiven schweren Waffen verursachen nur 10% Schaden. Mehr Schaden. Oh. Hier haben wir was Neues. Stufe 3 muss. Was soll's? Ja gut, dann haben wir jetzt wenigstens Schlossknacken voll. Und wir sind Stufe 40. Was doch bedeutet, dass wir neue Waffen haben, oder? Wenn wir irgendwann wieder zu Hause sind, gucken wir mal, ne? So. Warum sind da so viele Hochlevelige? Ich glaube, ich bin wieder am Verdursten. Übrigens sind es nur noch 10 Level, bis wir Optimus Prime erreicht haben. Und dann geht's richtig ab. Ich sehe dich nicht! Oh, Stufe 5. Sech. Legendär. Was ein Arschloch. Was ein... Wo ist der Sack? Leg dich mit mir an! Leg dich mit mir an!
Ich war kurz davor, ihn zu schlagen. Kurz davor. Hättest du mir noch lassen können, Mann. Ich bin jetzt richtig pisst. Alter. Der hat mir einfach den legendären vor der Nase abgezogen. Der hätte mich ruhig einmal zuschlagen lassen können. Ein einziges Mal, mehr wollte ich doch nicht. Hau ab. Einmal. Watoga Emergency Medical Services ist für Sie da. Sprechen Sie mit unserem hilfsbereiten automatischen Rezeptionisten. Der war legendär. Oh Mann. Die Wartezeiten bei Watoga EMS sind derzeit länger als üblich. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Watoga EMS dankt Ihnen dafür, Ihnen helfen. Einmal. Kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Ich meine, er hatte nur einen Stern. Aber er hätte alles Mögliche für mich rauskommen können. Alles Mögliche. Gib mir die Quest. Stehen bleiben, Bürger. Ich verpflichte alle diensttauglichen Personen zur Unterstützung bei dringenden Angelegenheiten des Countys. Da es nicht mehr viele Personen gibt, muss ich mich mit ihnen zufrieden geben. Ich verpflichte Sie... Bewahren Sie Ruhe, Bürger. Die Watoga Emergency Services sind hier, um Ihnen Hilfestellung zu leisten. Bitte geben Sie die Art des Notfalls an. Ist das Sparkin? Sitzt auf dem Baum! Bürger, bitte erläutern Sie, was ist ein Mr. Sparkles? Eine Katze! Und sie ist auf dem Baum! In dem Baum. Eine Katze. Richtig! Er sollte nicht dort sein! Die Katze sollte sich nicht im Baum befinden. Ist das korrekt, Bürger? Ja! Beeilung! Bürger, bitte treten Sie zurück. Arme Katze, ey. Wieso ziehen sie die ganze Zeit nach unten? Komm Leute, das könnt ihr mir nicht erzählen. Hier, die sind normalerweise nicht Level 68. Oh Gott. Die sind normalerweise nicht auf diesem Level. Und hier ist irgendwo ein Hochleveliger in der Nähe. Also, keine Ahnung, für mich ergibt das Sinn. Normalerweise sind die halt, keine Ahnung, 48 hier oder so, aber doch nicht 68. Und vor allem haben die mich einfach gesehen. Einfach so. Und guck mal, die zielen nach unten. Ich weiß nicht, auf wen sie zielen, aber auf mich auf jeden Fall nicht. Und holy shit, geben die viel Erfahrung. Aber wisst ihr was? Ich habe ja ganz viele davon, ne? Viel Spaß damit. Ja, so wirklich viel Schaden machen Granaten jetzt nicht unbedingt. Oh, noch ein paar Plasma-Granaten. Nee, Plasma-Granaten sind, glaube ich, nicht so cool, ne? Ach, egal. Hier benutze ich eh selten. Oh, er ist tot. Mega. So, da ist noch ein bisschen was. Ja, den haben wir schon eingesammelt, ne? Wo ist der andere?
Hat er mich schon gesehen? Ja, hat er. Du bist mein. Rückzug! Nein, nicht Rückzug. Du bleibst schön hier. Ich will den Loot haben. Was ist denn los mit dir? Gib mir den Loot. Jetzt hängt er hier in der Ecke fest. Gamma-Kanone, okay. Bauplan Atommine, kennen wir schon. Okay, was haben wir denn bekommen? Schaden gegen Ghule. Hab's fallen lassen. Also, ich fasse zusammen. Wir haben eine Kanone bekommen, die Strahlung verschießt. Gegen die Ghule immun sind. Ihr seht hier die Problematik. Cool. 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 Wow. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn, Alter. Eine Gamma-Kanone, die gut ist gegen Ghule. Ich habe das Gebäude nicht durchsucht. Ich sollte das Gebäude durchsuchen. Ich war gerade. Brauch was Süßes. Erst dieser Legendäre, der mir weggenommen wurde. Jetzt die Scheiße. Wer denkt sich sowas aus? Eine Gamma-Kanone, die gut gegen Ghule ist. Am Arsch. Gute Geräuschkulisse. Was ein Scheiß. Ich werde mich gleich besaufen, meine Güte. Nein. Ich habe nicht mal Alkohol zu Hause. Ich habe sowas nicht zu Hause. Ich brauche sowas nicht. Nerv einfach die Katze. Eine Mini-Atombombe. Okay, eine leere Kiste. Hatten wir nicht gerade noch eine Quest? Weißt du was? Wir machen jetzt Besitzer raus. Komm. Wir springen jetzt einfach mal runter. Sparen wir uns nämlich ein bisschen was. Beginne rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Na komm her. Oh. Die Gamma-Kanone. Ich vergaß. Danke, dass du mich nochmal erinnerst, Spiel. Ich hatte es fast schon vergessen. Jetzt kommen sie alle hier raus. Wieso ist der tot? Ich hab die gerade angeschossen. Wenn ich ihn jetzt töte, krieg ich Geld, oder? Das Kostüm ist so cool, da kann ich gar nicht böse sein. Ist das laut? Ne, er ist gar nicht gesucht. Na ja, gut, schade. Monstermanie. Böses Spiel. Gut, wir wollen aber was ganz anderes machen. Wir wollen da links hin. Und da die Quest machen. Oh, ich bin fast tot. Oh nein, war der legendär? Bitte sag mich, dass der legendär war. Okay, alles gut.
Ich will keine PvP machen. Wieso werde ich jetzt in PvP reingeworfen? Aber das Event hier ist. Ah, nö. Nein. Sehe ich mal nicht ein. Da mache ich nicht mit, Leute. Tut mir leid. Da mache ich nicht mit. Ich habe zu viel Loot am Start, als dass ich sterben möchte. Und ich weiß nicht, ob ihr da Loot kriegen könnt. Bin ich. So, vertreibe die Besetzer aus Appalachia Antiquis. Okay. Das kriegen wir doch hin. Dürfte ja nichts Großartiges sein, ne? Und da waren wir sogar noch nicht. Ich hoffe ja inständig, dass da ein Legendärer dabei ist. Ich will einfach nur... Ich will das einfach nur vergessen, was heute passiert ist. Mehr will ich nicht. So, da hinten ist noch einer. Aber nicht legendär. Schade. Kommst du jetzt raus? Wieso bist du nicht markiert? Wieso bist du nicht tot? Ja komm! Das kleine Stück schaffst du noch! Okay, ist auf jeden Fall kein Legendärer dabei. Es sei denn, der da oben ist legendär. Das wäre natürlich legendär. War irgendwas, was ich mitnehmen konnte? Ah, ein Wecker. Weißt du was? Komm. Nehmen wir den Rest auch noch mit. Ich will ganz ehrlich sein, den habe ich keinen Bock zu hacken. Das ist mir zu viel. Es läuft gut. Diese Damen aus der höheren Gesellschaft von Watoga prügeln sich förmlich um die Ware. Ich musste sogar anfangen, die Sachen selbst zu patinieren. Scheint zu funktionieren. Wenn es weiter so gut läuft, kann ich bald selbst nach Watoga ziehen. Bitte schon. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Das ist einer der besten täglichen Quests, die man machen kann. Scheiß Drecksding, ey. Wo ist jetzt die Waffe, die ich bekommen habe? Du machst ja... Oh, nein, so viel Schaden machst du nicht. 85 Schaden. Das Dönermesser ist jetzt nicht wirklich gut, ne? Müssen wir testen. Irgendeine armselige Kreatur wird das dann mit mir testen. Wobei er hat zwei Schadensteile, ne? Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich glaube das nicht. Bitte greif mich nicht an. Nicht jetzt. Thank you. Na gut, gehen wir mal zu Kiba zurück. Ansonsten kann ich mir das gut vorstellen gegen menschliche Feinde, ne? Weil es ist ja irgendwie eine Blitzschadensart. Was ist eine Blitzschadensart? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte man Besseres bekommen können. Aber naja, gut. Im geschenkten Gold schaut man ja nicht ins Maul, ne? Wir nehmen sie aber mal mit. Es wird wahrscheinlich nicht gut sein, weil wir auch keine Mods dafür haben.
Aber ich weiß nicht, ob es gut wäre, das Ding irgendwie zu kaputt zu machen. Ressourcen rauszuholen. Oh, ein Testsubjekt. Naja, ne? Ja, der Hammer ist doch um einiges besser. Wenn auch langsamer. Aber trotzdem. Vielleicht kommt es auch drauf an, wo man hinschlägt. Weiß es nicht, aber bisher. Sag mal, verfolgst du mich? Ist das dein Ernst? Ich habe heute ja wohl schon genug Scheiße erlebt. Ich brauche jetzt nicht noch Scheiß... Name vergessen. Ich kann mir den Namen nicht merken, wo ein Ding... Ich kann mir das Ding echt nicht gebrauchen. Nicht jetzt. Da steht er. Watoga Emergency Medical Services ist für Sie da. Sprechen Sie mit unserem Hilfsbereich. Bin ich jetzt bekloppt oder so? War das nicht die Tür? Damit wir Ihnen sofort helfen können. Die Wartezeit bei Watoga EMS ist derzeit. Das Bürgerzentrum von Watoga heißt. Was für eine Folge, Leute, ey. Ich glaube, ich sollte heute nicht mehr weiter aufnehmen. Ich glaube, ich habe einfach kein Glück. So, ich will einfach nur schnell da hoch. Was ist der beste Weg? Ach du Scheiße. Dann schleichen wir halt schnell hoch. Gab es nicht einen anderen Weg da hoch? Ich hätte schwören können. Fahrstuhl? Nicht funktionsfähig. Oh, hat mich jemand gesehen? Die können mich durch die Wände sehen, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das konnten die nie. Das wäre mir neu. War ich nicht. Doch, ich war's. Cheater. Habe ich ganz genau gesehen, du hast dich weggebackt. Na komm her, Schnuffi. Komm mal hier, lass uns knutschen. Du bist sogar der Big Boss hier der Ebene, ja? Das würde mich dann umso mehr freuen, dich fertig zu machen. Granatwerfer, ja. Hallo? Ja, nö, kannst du klicken. Zu dir komme ich nicht runter. Ich will nur hier hoch die Quest abgeben und dann aus diesem scheiß Gebiet abhauen. Das war's. Es reicht. Genug Scheiße erlebt hier. Außerdem gehen uns die Fusionskerne langsam mal zu Ende. Ungünstig. Da ist ein Fahrstuhl. Sag ich doch. Ah, was haben wir denn hier? Sir? Dies ist ein stadtweites Software-Update für alle Roboter der Gemeinde. Es muss mit Hilfe der Sendeanlage auf dem Dach hochgeladen und übertragen werden. Sobald Sie dort sind, leite ich Sie per Sprechanlage durch den Vorgang. Ich würde ja eine Wartungsmannschaft schicken, aber so wie ich das sehe, würde die Sie einfach umbringen. Und zu meinem großen Leidwesen wurde ich ohne Hände gebaut. Ich fürchte also, dass Sie das selbst erledigen müssen. Von diesem Büro aus haben Sie bequemen Zugang zum Dach. Meine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen keine größere Hilfe sein kann. Ich hätte gern den Schlüssel für den Scheiß hier. Ganz ehrlich. Ich aber nicht. Na gut. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel ja gleich von der Maschine. Wo auch immer sie den hingesteckt hat, vielleicht ist das auch ihr eigener Schlüssel, ich weiß es nicht. Vielleicht schalte ich sie ab und dann habe ich plötzlich einen Schlüssel und denke mir, ja, ich probiere den beim Safe.
Ein Safe hat keinen Schlüssel. Ein Safe hat eine Zahlenkombination, die mir die Maschine geben kann. Jetzt den Sendeturm von ihrer Position aus sehen können. Sie müssen das Software-Update in ein Terminal am Fuß des Turms laden und danach auf die Übertragung und den stadtweiten Neustart warten. Okay, da kommt doch eine Maschine raus, das sehe ich doch jetzt schon. Kann das sein, dass jetzt nach dem Update mehr Legendäre spawnen? Oder ist das nur in diesem Gebiet so? Sir, es scheint einen Fehler im Update-Programm zu geben, durch den die Überwachungssoftware fälschlich für einen Virus gehalten wird. Eine vollständige Absperrung des Gebäudes wurde eingeleitet und ein Sicherheitstrupp ist auf dem Weg zu üben. Noch einmal, meine aufrichtige Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen keine größere Hilfe sein kann. Und nu? Hat jemand eine glorreiche Idee? Was jetzt? Verhindere, dass die Sicherheitsroboter den Hochladevorgang unterbrechen. Achso, ja gut, dann warte ich halt hier 5 Minuten, ne? Und wir genießen diese wirklich wunderbare Aussicht. Muss jetzt auch unbedingt Nebel geben, ne? Aha, legendär! Scheiße. Bleib bloß da, wo du bist. Wie komme ich da hoch? Fünf Minuten. Ich dachte nicht, dass es so lange dauert. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber jetzt habe ich noch einen legendären gesehen. Level 14? Der irgendwie keinen Schaden nimmt. Hallo? Yay, 18 Sekunden, 17, 16 noch. Weil es passiert ja auch nichts. Da kommt ein Roboter alle 1,5 Minuten raus. Wer denkt sich denn so eine Quest aus, Leute? Ganz ehrlich. Und dann sind die auch noch Level 14. Level 14. Das ist ja nicht mal irgendwie ein großartiger Kampf. Dönermesser. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Freigabe für die höchste Sicherheitsstufe erhalten. Die Roboter der Gemeinde sollten sie nicht länger angreifen. Anscheinend haben sie das Problem gelöst. Zumindest ihr Problem. Sie sind nun berechtigt, die Kombination für das Vorratslager zu erhalten. Bereit. 7, 4, 76. Ich muss zurück. Ist mir egal. Was habe ich da bekommen? Gewicht um 90% reduziert. Nehme ich. Nein, ich habe die Sprungtaste vergessen. Da, ich habe ihn gefunden. Was leckt denn hier alles? Hör auf dich zu heilen, es leckt. Ich habe Angst, dass ich das Spiel abbricht, bevor ich dich töte. Irgendwie sieht er mich nicht mehr. Seltsamerweise. Metallrüstung. Fass das nicht! Metallrüstung, ey. Und dann explodiert er noch. Hui. Ich will heute nicht mehr. Das wird mir zu dumm. Ah, du bist derjenige, der die ganze Zeit piept. Hör auf zu piepen. Yay, Minusschaden durch Ghule. Wahnsinn. Ich habe für eine Sekunde gedacht, das Spiel fällt aus.
Ja. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder, in der Hoffnung, dass ich meine Sachen wieder habe. Das ist so abscheulich, dass das schon witzig ist. Oh Gott. Ich will einfach nur noch weinen. Oh, haut rein, euer Zero Juice.